Borussia Dortmund muss nach dem verlorenen Klassiker gegen Bayern heute in der Champions League nochmal alles geben. Denn wenn man heute verliert, dann sieht es gar nicht gut aus mit einem Weiterkommen. Zudem gucken wir rüber zum FC Bayern München, denn da sieht es so aus, als würden wir morgen im Spiel gegen Galatasaray eine echte Sensation im Mittelfeld erleben. Wie stellt Trainer Thomas Tuchel auf? Und als letztes deutsches Champions League-Duell gucken wir mal zu Union Berlin, denn da geht es für Urs Fischer vielleicht schon um alles? Zumindest mal hat man mit Napoli natürlich einen absoluten Hammergegner. Die Champions League-Prognose und ein Blick auf alle Spiele hier in diesem Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Spiel und das ist Borussia Dortmund 7 fangen Newcastle United. Das letzte Spiel gegen Newcastle konnte man ja tatsächlich gewinnen mit 1:0. Und jetzt trifft man nach diesem verlorenen Klassiker in der Bundesliga auf Newcastle United. Das ist natürlich ein absoluter Hammergegner. Die haben sich im Sommer extrem verstärkt und in der Champions League sind sie aktuell, auch wenn man mal das Spiel gegen Dortmund rauslässt, echt gut drauf. In der Liga auch auf Platz 6. Man hat jetzt am Wochenende gegen Arsenal gewonnen. Alles natürlich ziemlich gute Voraussetzungen für Newcastle. Aber auch Borussia Dortmund, die waren eigentlich bis zum verlorenen Klassiker in diesem Jahr echt eine der besten Mannschaften, was auf jeden Fall ihre Bilanz anbelangt. Aber könnte diese Niederlage im Klassiker die Mannschaft nachhaltig verunsichert haben? Zumindest mal könnte man mal darüber sprechen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Situation. Es gab jetzt viel Druck auf die Spieler, gerade vor dem Spiel. Und jetzt ist der Druck gleich wieder hoch, denn man muss heute auf jeden Fall mal mindestens einen Punkt mitnehmen, damit man sich noch überhaupt ein Weiterkommen in der Champions League vorstellen kann. Man ist in der Todesgruppe, man hat noch Milan und Paris als nächste Gegner. Gerade gegen Paris wird es extrem schwer. Und wenn man hier weiterkommen will, dann muss man heute eigentlich zu Hause Newcastle schlagen. Es ist ein Heimspiel, es ist Champions League, es ist ein 18.45 Uhr Spiel. Es ist eigentlich alles dafür angerichtet für eine kleine Sensation. Gerade nach so einem verlorenen Klassiker muss man eigentlich bei den Fans wieder was gut machen. Die sind teilweise aus den Stadien rausgegangen am Wochenende beim 3:0 Rückstand und dann hat man das 4:0, also viele von ihnen haben, glaube ich, das 4:0 gar nicht mehr gesehen. Also ich glaube, hier hat man einiges, um wieder gut zu machen. Aber glaube ich jetzt tatsächlich, dass Borussia Dortmund hier heute auch wieder Newcastle schlagen kann? Ich kann es mir fast irgendwie nicht vorstellen. Irgendwie weiß ich nicht, wie man da aktuell Tore schießen soll. Niklas Füllkrug, der steht auch völlig neben sich. Ich könnte mir heute vorstellen, dass das einen Unentschieden gibt, einen 0-0, einen 1-1, vielleicht auch irgendwie einen 2-2, keine Ahnung. Ich glaube an einen Unentschieden und damit hätte aber Borussia Dortmund immer noch alles in der eigenen Hand. Und damit gehen wir doch mal direkt rüber zum nächsten Duell. Und das ist der FC Bayern München gegen Galatasaray Istanbul. Wenn man sich so die Statistiken anguckt, beide Teams extrem gut in Form. In Gala, da konnte der FC Bayern München zuletzt gewinnen im Hexenkessel. Die Bayern sind in der Champions League noch ungeschlagen und haben bis jetzt alles gewonnen. Und ich glaube tatsächlich, das wird so weitergehen. Ihr seht es ja an den Bilanzen, 38 Tore, 7 Gegentore. Auch bei Gala sieht es natürlich ziemlich gut aus, aber trotzdem, das ist hier ein Spiel, das muss der FC Bayern München gewinnen. Und ich glaube auch gerade an Harry Kane, der absolut in Topform ist. Er wird hier auch wieder das entscheidende Zünglein an der Waage. Ich glaube, er wird auch wieder treffen. Er wird hier wieder allen zeigen, was er für ein absoluter Top-Stürmer ist. In der Bundesliga in 10 Spielen 15 Tore, 5 Assists, 20 Scorerpunkte. Das ist absolut Weltklasse. Das ist über allen Erwartungen, die eigentlich bestanden. Und die Erwartungen, die waren schon sehr hoch. Und Harry Kane hat die Stand jetzt zumindest nochmal getoppt. Man trifft hier also am Mittwochabend zu Hause auf Galatasaray. Und die einzige Frage, die man sich stellen darf: Wie wird Thomas Tuchel das Mittelfeld gestalten? Denn da kommt jetzt die Besonderheit hinzu. Joshua Kimmich, der hat in der Bundesliga eine 2-Spiele-Sperre bekommen. Am Wochenende hat er also nicht gespielt und er wird am Wochenende, was jetzt kommt, auch nicht spielen. Und jetzt ist die Frage, wird Thomas Tuchel ihn dann dafür in der Champions League spielen lassen oder sagt er, nee, wir sind jetzt eigentlich ganz gut eingespielt ohne ihn. Wir haben am Wochenende ohne ihn gewonnen, das lief eigentlich ziemlich gut. Ich lasse ihn draußen. Konrad Leimer hat mir am Wochenende auf der 6 richtig gut gefallen. Der war giftig, der war überall, der war immer da, wenn man ihn gebraucht hat. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man hier so eine kleine, ja, Mini-Revolution hat und tatsächlich dann in der Champions League hier auch ohne Joshua Kimmich aufläuft. Man darf nicht vergessen, das letzte Mal, wo Kimmich gespielt hat, ist man eben gegen Saarbrücken ausgeschieden. Das hat jetzt nicht an Kimmich gelegen, das will ich jetzt hier gar nicht sagen. Aber am Wochenende war das eine super Leistung. Goretzka, Leimer, das war eine stabile 6. Das waren zwei Spieler, die da auch irgendwie komischerweise richtig gut harmoniert haben. Deswegen könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass Kimmich hier tatsächlich mal draußen bleibt.
Wäre für den Spieler natürlich hart. Am Wochenende spielt er auch nicht mit. Dann hat man vielleicht 3 Spiele in Folge, mal angenommen, ziemlich gut performt, ziemlich gutes Mittelfeld gehabt ohne ihn. Vielleicht ist das dann so ein Punkt, wo es dann langfristig auch ohne Kimmich weitergehen kann. Andersrum kann es natürlich auch sein, dass Joshua Kimmich morgen wieder in der Mitte spielt, wie gewohnt, ein super Spiel macht. Und dann ist das hier, was ich jetzt hier gerade als kleine Prediction abgegeben habe, wieder obsolet. Eure Meinung, ob Kimmich spielen sollte und wie ihr darüber denkt, wie das Spiel ausgeht, gerne mal in die Kommentare. Und dann kommen wir noch zu einem weiteren Spiel und das ist ein sehr, sehr interessantes Spiel. Das wird auch am Mittwoch stattfinden. Neapel empfängt Union Berlin. Und da treffen, ihr seht es ja schon an den Statistiken, 2 Teams aufeinander, die verschiedener nicht sein könnten. Das eine Team, wobei eigentlich so krass verschieden sind sie gar nicht, denn beide haben in der letzten Saison richtig große Erfolge gefeiert. Union hat es in die Champions League verpackt, Neapel wurde Meister. Jetzt sieht es bei beiden etwas anders aus. Neapel aktuell auf Platz 4, aber ziemlich gut drauf. Ihr seht die letzten Spiele, alle gewonnen. Union, da brauchen wir nicht drüber reden, die haben in dieser Saison fast noch gar nichts gewonnen, sind in der Bundesliga auf den Abstiegsplätzen und ich glaube, dass hier eigentlich Urs Fischer relativ egal ist, wie man das Spiel jetzt spielt, auch auf seinem Job bezogen, man malt sich hier nichts aus und ich glaube, für Union Berlin ist es auch eigentlich gut, wenn dann irgendwann die Champions League rum ist. Diese Doppelspieltage, das tut einer Mannschaft nicht gut, die im Tabellenkeller mit drinne ist. Ich erinnere damals an den ersten FC Köln, die waren es, meine ich, die Europa League gespielt haben und in derselben Saison gestiegen sind oder Quali gespielt haben, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber das ist ein Szenario, was auch Union Berlin drohen könnte. Wenn die das irgendwie noch in die Europa League packen und dann nächstes Jahr dann noch spielen und dann damit sich noch befassen müssen, im DFB-Pokal ist man schon mal raus, da hat man schon mal die Doppelbelastung nicht mehr. Das sind alles Wettbewerbe, die für Union jetzt nicht mehr wichtig sind. Für sie gilt es, in der Bundesliga den Schuh reinzubekommen. Man hat gegen Frankfurt verloren, jetzt trifft man in der Champions League auf Neapel und dann am Wochenende in der Bundesliga auf Bayer Leverkusen. Das sind keine guten Voraussetzungen. Das sind für mich 0 Punkte aus 2 Spielen. Und das wäre dann für mich auch der Zeitpunkt, wo Urs Fischer tatsächlich entlassen werden könnte. Denn ich glaube nicht, selbst wenn man jetzt hier irgendwie das Wunder gegen Neapel schafft und er am Wochenende lang gegen Bayer Leverkusen verliert, dass das irgendwas ändern sollte. Natürlich wäre es für Union Berlin, würde ich ganz ehrlich sagen, auswärts in Neapel, da wäre ein Unentschieden schon eigentlich fast wie ein Sieg. Es geht für sie nicht mehr ums Weiterkommen, da rechne ich denen gar keine Chancen aus. Es geht für Union Berlin wirklich nur darum, irgendwie wieder so einen gewissen Team-Spirit zu bekommen. Und wenn man diesen Team-Spirit irgendwie bekommen kann, dann könnte es hier nochmal was werden. Ansonsten glaube ich, wird das echt schwierig für Union Berlin. Für sie ist besser, wenn sie in der Champions League sang- und klanglos ausscheiden. Voller Fokus auf die Bundesliga, mit oder ohne Urs Fischer, dass wir die Zeit zeigen. Wie sind eure Predictions für diese 3 Spiele? Ich habe jetzt hier bewusst nicht RB Leipzig mit reingenommen. Zum einen, weil es RB Leipzig ist, zum anderen, weil sie, glaube ich, gegen Roter Stern Belgrad oder sowas spielen. Das ist ein Spiel, das müssen sie gewinnen. Und von daher ist das für mich eigentlich eher irrelevant und interessiert mich auch ehrlich gesagt gar nicht so, was die Leipziger machen. Eure Meinung gerne in die Kommentare, eure Tipps natürlich auch. Hierhin, bis dahin Leute, ciao.